Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe, willkommen zurück oder willkommen zu MechWarrior 5. Ist heute rausgekommen, ich werde es morgen veröffentlichen. Ist von den Machern, die auch das Multiplayer-Spiel gemacht hatten damals. Und das ist ja schon ein paar Jahre raus. Und ja, jetzt gibt es eine Singleplayer-Kampagne, man kann sie auch im Koop-Modus spielen. Aber wir spielen sie mal im Singleplayer und... Nimmt es mir bitte nicht übel, wenn ich ein paar Begriffe vielleicht falsch deute oder mich mit der Story nicht so gut auskenne. Ich kenne sie halt nur von diesem Multiplayer-Spiel und halt nur vom Tabletop. Selbst habe ich das Tabletop nie gespielt, ich habe nur ein paar Leuten mal dabei zugeguckt. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, bitte seht mir das bitte nach. Und ja, wir starten mal die Singleplayer-Kampagne. Start. In 2108, humanity began colonizing the stars. Their reach would eventually span a vast region of space known as the Inner Sphere. During its golden age, under the governance of the Star League, the Inner Sphere experienced unprecedented peace, prosperity, and technological advancement. But with a great rise comes a great fall. Beset by greed and mistrust, humanity splintered. The Star League crumpled. Technological advancement slowed. The great houses, each vying for supremacy, turned on one another, engaging in a series of conflicts known as the Succession Wars. Amidst this chaos, mercenaries became the proxy forces for the great houses. Numerous battlefields sprung up across the Inner Sphere, dominated by hulking war machines known as Battle Mechs. The year is now 3015, and these steel behemoths have become the tools of the mercenaries' trade. It's a lucrative time, yet one beset with perils of all kinds. Only the most skilled and brave among them will rise to become legend. Okay, die Menschen sind im Jahre 2108 ins Weltall gereist. Das werde ich ja gar nicht mehr erleben, verdammte Scheiße. Ja, und wir sind Söldner und das Imperium oder die Menschheit hat sich zerstritten. Okay, die mit der Faust, die kenne ich. Das sind nicht die Imperial Fists, habe ich früher gedacht, dass das zum 40k-Universum gehört, aber das hat man mir ja mal erklärt. Das gehört nicht dazu, aber ich glaube, die mit der Faust, das war die Steiner-Familie und da ich bei 40k immer die Imperial Fists gespielt habe, die bei den Space Marines, werde ich wahrscheinlich hier die Steiner wählen, wenn ich das kann. Kavalierbasis, The Barry Prime, 3015. Ah, cool. Okay, so fängt das Spiel an, hätte ich nicht gedacht. Commander Mason, please report to the hangar for testing. The Centurion is waiting for you. Okay. Ist gerade so ein bisschen gezogen. Hatte gerade so das Gefühl, dass er beim Gucken noch irgendwie nachgeladen hat. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay, wir haben auch keine Beine, aber... Kann ich mir die Dusche angucken? Ja, nett. Nettes Gimmick hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich dachte, wir starten gleich in so einer Kampfmaschine. Ah, das ist so ein kleiner Wendiger. Den habe ich nie gespielt, aber die Leute, die es konnten, die haben damit echt gut gespielt. Oh. There you are. Come on, everyone's waiting. Get to the Centurion at the far end of the hangar and we'll get started. Jawohl, Nikolai. Alter, das ist ein... Warum gibt es hiervon noch keine Verfilmung, gottverdammte Scheiße?
Warum hat Hollywood sich das noch nicht gegriffen und da mal einen Film zugemacht? Das ist doch viel geiler als Pacific Rim. So, kann ich mal was machen hier? Ich will in meinen Mac. Ich will in meinen Mac. Ah, oh, den hat es ein bisschen zerpimmelt, hä? Der Gabelstapler der Zukunft? Eine Vierergabel, ja? Cool. Mit langen Armen. Hat ein bisschen was vom Bagger, so ein kleinen. Für den Garten. Oh, gut. Ich liebe. Mein Lieblingsgabelstapler ist der aus Alien 2. Das ist auch etwas. Seit Ripley hat damals den Gabelstapler cool gemacht. Ich weiß, ich glaube, ich kenne den. Das ist kein Awesome, ne? Aber der hat ja einen Greifarm. Ja. Wozu braucht er das? Ist das echt ein Schild hier? Kann ich damit Kugeln abfangen? Weil den Arm kann ich doch gar nicht gebrauchen, wenn da keine Waffe dran ist. Ah, es gibt einen Fahrstuhl. Geil. Scotty, beam mich hoch. Oh, jetzt hätten sie mal zeigen können, wie ich da einsteige. Alright, Son. Fahad wants us to run the Centurion through its paces to see how it does. Gibt's das Spiel auch im VR? He spent months getting it operational again after we recovered it from that ruined factory on Raman 2. What a bloody shit all that place was. Hopefully nothing explodes during the test, mate. I'm pretty confident you won't need to eject. No promises though, eh? Nikolai und Fahad, ja? Das klingt ja nicht nach irgendwie seltener, das klingt nach einer Touristengruppe, Terroristengruppe, meine ich. So, P zum Hochfahren für Power. Good. Fahad? Yeah, bring it up the systems now. Ich liebe solche Stimmen, okay. Solche rumpfte Stimmen. Weapon systems up. Tactical display up. Sie bei Elite Dangerous, muss ich da selber noch die Waffensysteme arrangieren? Keep in mind, there's parts on that mech that are at least 200 years old. So ease it forward slowly and we'll see how it goes. And don't forget to hit the brake once you're clear of the hangar. 200 Jahre alt, das ist Technik. Also mein Blu-ray-Player wird in 100 Jahren nicht mehr funktionieren, das weiß ich jetzt schon. X bremsen. Ich habe X gedrückt, da passiert nichts. Bremsen brauchen wir nicht. Certainly is. Okay, engage reverse throttle and navigate into the waypoint I've set up. Use your tactical display to see where you're going. Ach so, X war bremst, ich hab auf S gedrückt. Nice work. Now revert to your drone cam. Du brauchst eine Drohnenkamera. V. Let's go ahead and do a left-right rotation test. Okay, now let's make sure the torso is working properly. Try looking around in all directions. Good. As you can see, the torso rotates independently from the legs. Your direction of movement, stimmt, therefore may differ from the direction you're actually looking. If you check your tack screen, you can see your current leg orientation is represented by the dotted line. Jetzt verstehe ich was mit der Bremse. Orientation is represented by the cone. Go ahead and try auto-aligning the torso with your legs. Was drückt jetzt hier, um den Torso über den Bein zu zentrieren? Excellent. Ah, now move your torso to the left or right. Then try aligning your legs with the torso this time. Looking good. The mobility course is next. Show me how fast you can get through those turns while still hitting each of the waypoints.
Ach du Scheiße. Hier Kurven. Ah, ich zertrete alles. Laufe ich 63 km/h schnell? Kann mir doch keiner erzählen. Panzertrabant hier. Zwei Beine. Und Bremsen. Was made to have a good balance between speed and firepower. All we have to do now is find out if Centurion. The weapons work. Boy, what do you mean if the weapons work? You know how long I spent stripping each one of those components and putting them back together again? They'll bloody well work, mate. You heard the man. Let's go shoot some stuff. Follow me. You know, back when I was your age, I once slammed the hunchback I was piloting right into my instructor's javelin. Oh man, was he pissed. Captain Nelson. Yeah, go ahead, Rihanna. Thought you'd want to know that all repairs to the Leopard have been completed. We're now spaceworthy and ready to take on our next contract. How's the kid faring? He's a natural, just like his old man. I see humility is still in short supply, as usual. Just don't break that mech. We need it in full working order. Okay. Sich dahin? Oh, bremsen. Weapon systems are now online, gents. Be gentle, hey? Always, my friend. Yeah, right. That's a lot of bullocks, isn't it? All right. I've mapped the autocannon to weapon group one. You're free to fire whenever you're ready. Ja, was soll ich schießen? Feuergruppe 1 ist, glaube ich, linke Maustaste, oder? Oh, die macht Badabum. Wir könnten als Abrissunternehmen arbeiten, verdammte Scheiße. Okay, take note of your ammo levels. Always remember to manage your reserves. You run out of shells in the middle of a firefight, it could be your last one. Lasers are mapped to weapon group 2. Fire them when ready. Warte mal, wenn. Linke Maus, rechte Maustaste. Laser sind doch, gehen doch bestimmt nicht so weit, oder? Alright, that's good enough. Those lasers generate significant heat. You can see the temperature readout next to your armor and structure display. All weapons generate heat when fired. You overheat your mech during a firefight, and it could trigger a shutdown, so keep that in mind. Now for the fun stuff. Long-range missiles are set to weapon group 3. The target lock has been disabled for the moment, but never mind that. Just go ahead and fire at will. Langstreckenraketen? Oh, was soll ich die denn schießen? Da hinten hin? Well, as you can see, LRMs don't track unless you have a target lock on something. Yep, they're as dumb as a post without it. Let's try targeting a drone first, and this time before you fire your LRMs. Target acquired. Ich weiß jetzt schon, die ganzen Tastenbefehle habe ich gleich wieder vergessen. Ja, und? Okay, ja, zum Zielen. Target acquired. Ah, er zeigt gleich an, Oberseite, Unterseite. Was soll ich denn machen? Achso, Makes a hell of a difference having that target lock, doesn't it? Next step is to test moving and firing at the same time. I've set up a series of aerial targets for you. Move through the aerial combat course as quickly as you can and shoot the drones down. I'll meet up with you on the other side.
Ja, ich glaube, man muss sich auch dran gewöhnen, dass man quasi gucken und bewegen in unterschiedliche Richtungen macht. Target acquired. Target destroyed. Target destroyed. Ah. Bin schön schnell mit seinen 60 km/h. Wer ist denn keine 60 km/h? Oh, Zielvisier. Die Autocannon macht das schon. Ganz kurz, ich will mal eine Sache nachgucken. Okay, Grafikkarte erkannt. Ja, ich habe nicht die geilste Grafikkarte, aber irgendwie hat er schon alles auf Maximum. Hätte sein können, dass das noch ein bisschen geiler ist, die Grafik. Wo muss ich jetzt hin? Oh. Ich finde das hier einfach geiler. Weiß nicht, wie es euch gefällt. Cockpit oder hier diese Ansicht. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Also mit VR-Brille würde ich sagen, auf jeden Fall nehme ich diese Ansicht. Ah, falsch, falsch. Da müssen wir lang. Ja, wohl hier hast du einfach die bessere Sicht einfach, ne? Ups. Ups. Ja. So, haben wir noch gekriegt. Well, nice shooting. Now take up a position by the barricade. Okay, I projected 3 mechs each with differing damage profiles. You should see them in the ravine below. Target the first one on your left. You can zoom in on the target for a more accurate shot, if you need to. Targeting and telemetry seem to be working. Halt, stopp. Note the center torso on that first mech. It's reading heavily damaged. Destroying the CT will destroy the mech no matter its relative condition. Go ahead and destroy the center torso. Kann ich zoomen? Oh, geht. Target acquired. Zerstöre den Mechs, indem du sie den Torso beschädigst. Target. See that second mech? Both legs are heavily damaged. With one leg destroyed, mechs become easy targets. Both legs? It's over for them. Take out both legs. Ach so, das sollen die Schwachpunkte sein. Nicely done. The cockpit on that third mech is seriously damaged. It's a difficult shot to make, especially in the chaos of battle. But the fastest way to take out a mech is to eliminate the pilot. Das während der Bewegung ist bestimmt nicht leicht. There you go. Now we're almost done. The battle simulation I've set up for you is the last hurdle. Das ist so runtergefallen. You're gonna go head to head with an urban mech. They're slow and poorly armored. Perfect for this particular test. Should be a piece of cake for a pilot like you. Wohin? Ah. Da habe ich jetzt. Achso. Ist wieder raus zu. Geil wäre auch, wenn man so ein bisschen im Boden einsacken würde. Weil diese Dinger sind doch bestimmt so 60, 20, 30 Tonnen schwer. Keine Ahnung. Und die Temperatur geht bei mir gar nicht runter, sehe ich gerade. Bestimmt, weil ich mich bewege. Ja, ja, okay. Okay. Zerstöre feindlichen Mech. Kampfvisier.
Wir müssen seinen Rücken. Dem Laser schießt sich daneben, das gibt's doch nicht. Ach, das war schlecht. I think we can call it a day. The Centurion seems fully fit and ready for battle. Let's head back. When we get back to the base, we'll buy Fahad a few beers to say thanks. Yeah, of course we'll have to listen to him gripe about how rough we are on his battle mix. Small price to pay, I suppose, for having one of the best mechanics in the entire Inner Sphere. Captain Mason, my sensors are showing multiple dropships inbound on our location. Oh. I'm showing over a dozen bogies. Captain, I think we're under attack. Let's go. Ja. We need to get back to the base. Ich glaube, wir werden angegriffen und dann ist die Basis weg. Alter Schwede, was ist das denn? Truppentransporter für die Max? Alter Schwede. Was braucht man dafür Energie, um das Ding in die Luft zu kriegen? Mann, bist du hässlich. Du siehst ja aus wie eine Krabbe. Eine Mech-Krabbe. I'm gonna try and draw them off. By yourself? We can fight them together. No. From what Rihanna says, there's too many of them. Don't worry, I'm just gonna distract them. I'll catch up with you. Now go! Okay. Commander, the base is under heavy bombardment. I've ordered a full evac. You need to hurry. Oh. Yeah. Copy that. We've come for the coordinates. We know you have them. Give them to us, and your family is safe. I have no idea what you're talking about. Who are you? Is that really the way you want to play this? Seriously? Listen to her, Nikolai. It'd be a shame to have to kill your only son over what? A set of numbers? You've done your research, I see. But you're too late. Hey, das hat man auch kaputt gemacht. Ja, und der Rest? Oh, die Legierung ist ein bisschen im Arsch. Das war's mit Nikolai. Ah.
Ja, wir werden bestimmt nur herausfinden, wer das war. Hauptsache ist erstmal, wir kriegen einen neuen Mac. Und können wir ein bisschen rumschnitzeln. So, mit Rayna sprechen. 27. Mai, 6 Tage nach dem Angriff. Commander, sorry to wake you, but our sitrep has changed. Head to the bridge as soon as possible. So, geht gleich los. Guck mal, wir stehen hier auf Düsenjäger oder auf Raumschiffe. Das ist, glaube ich, so ein Truppentransporter. Wenn das da rechts oben, da sieht man so ein Mech. Wir haben es 19.25 Uhr. Nach einer Weltuhr wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf welchem Planeten wir sind. Können wir uns ducken? Nein. Alkohol haben wir, das ist wichtig. Das ist eigentlich geil. Ein Kühlschrank neben dem Rechner. Da hat jemand mitgedacht. Eindeutig. Bloß die Maus finde ich scheiße. Ah, ein bisschen was Grünes, ein Bonsai oder sowas. Ein Bonsai. Oh. Was haben wir denn hier? Den kenne ich nicht. Das sieht nach Schrott aus. Oh, die kann man sich hier oben richtig angucken. Der sieht generell nach Schrott aus. Oh, das war meiner. Ey, sag bloß nicht, ich muss mit dem Schrott da gleich los. Der hat ja Arme. Hat der überhaupt Waffen? Die 4 Punkte da, sind das, die blauen Punkte da, sind das Taschenlampen oder sind das Laser? Das sieht ja aus wie, weiß ich nicht. Ah, eine kleine Kommandozentrale, das ist gut. Oh, kann man sich beamen? Wie gesagt, ich kenne das Universum nicht. Aber ich bin ja auch so ein kleiner Trekkie. Nur ein kleiner. Könnte ja was zum Beamen sein. Ja gut, wir wollten kämpfen. So. Heidi-ho. Ich bin's, der Heinrich. Commander, good to see you up. We haven't really had a chance to speak since your father was killed. I'm not much for sentimentality. Ups, aber mein Vater? He was a good man. Hell, he sacrificed his life to save ours. I don't know what's going to happen next, but whatever it is, I'd like to be part of it. I'd like to stay on as your ops commander. That is, if you'll have me. You kidding me? Your family, Rihanna, are as close as I have now. Besides, I'm going to need you. Yes, I suspect you will. About our sitrep, it's not great news. Those bastards that came after us are in the process of setting up a blockade of the system. Which means we're going to be trapped here with a tightening noose around our necks unless we do something about it. Who are these guys? Another mercenary outfit by the looks of it. I don't know more than that at the moment. And these coordinates they were looking for? Not a clue, but we're going to find out. First things first, we need transport out of the system. That means a jump ship. I sent out a transmission right after the attack through the HPG. The message was for a longtime client of your father's and an old friend of mine. Name is Spears. He has powerful connections. I'm hoping he can help us out. Until I hear back from him, there's nothing we can do except lay low. In the meantime, Fahad wants to see you down in the hangar. The Centurion needs repairs and he wants to discuss them with you. I'll let you know when I hear back from Spears. Copy that. Hmm. Ganz ehrlich, ich habe eigentlich gehofft, dass wir gleich los können und irgendwas zerballern können, aber komme ich hier runter? Da habe ich mich wohl getäuscht. Stehen bleiben, Soldat. Oh, Munition. Das sind wahrscheinlich die Standardgeschosse
von einer Autokenne. Was ist das? Hier sind Raketen, ne? So, Fahad, wie geht's, alter Junge? Wo warst du denn vorhin? Hey, mate. Figured you want an update on the Centurion. Took a bloody beating back there, so fair warning. It's gonna be a while before she's operational again. Means you're gonna have to get comfortable with a light mech over in Bay 1 for now. She's a good girl. Won't let you down, you treat her, right? I'll do my best. Yeah, heard that before. Anyways, you know the drill. Access the repair terminal here. Once you're done, I'll get started on the work, eh? Aha. Es gibt zwei Wege zur Reparatur. Alle beschädigten Panzerung, Struktur, Waffenausrüstung auf deinem Mech. Die erste Schaltfläche reparieren auf dem Bildschirm. Der zweite Weg ist der Klick auf Ausstattung. Auf dem nächsten Bildschirm kannst du auf die Schaltfläche alles reparieren und dann umrüsten. Bei beiden Methoden wirst du gebeten, zu bestätigen, indem du die Auftragsarbeit startest. Die C-Noten werden sofort von deinen Geldmitteln abgezogen. Und die Arbeit wird abgeschlossen, wenn die angemessene Zeit abgelaufen ist. Ach du Jemine. Beachte, dass diese Methode alle beschädigten Waffen, Ausrüstungen repariert, aber sie nicht entfernt oder ersetzt, wenn sie zerstört werden. Nein! Geh weg mit dem. Das ist hier mein... Ja, Panzerung Müll. Kühlung Müll. Geschwindigkeit ist nicht so wichtig. Feuerkraft ist jetzt schon Müll. Ja, lackieren können wir den. Ey. Ausstattung. Achso, ein Torso, das sind auch Laser, okay. Habe ich mir schon gedacht, aber Taschenlampen fand ich lustig. Ja, wir brauchen einen Arm, ne? Der fehlt ja komplett. Panzerung entfernen. Oh. Wow, wow. Oh, wir haben 2 Millionen Space Credits oder sowas. Ach so, und wir haben Unterhaltskosten. 51.000. Ja, da müssen wir ja Geld verdienen. 46 Tage. Nee, also dann will ich aber eine andere Lackierung haben. So sah der vorher nicht aus. Und ich will einen anderen Arm. Kann ich den linken Torso nicht durch irgendwas anderes ersetzen? Die Beine brauchen wir ja. Nee, komm, nochmal zurück. Lackieren wir den erstmal. Leider fällt das jetzt im Schrott mäßig nicht so gut auf. Kostet das Lackieren Geld? Anscheinend nicht, ja. Ja, es ist gerade ein bisschen doof mit dem Lackieren. Lackieren machen wir später. Dann machen wir doch reparieren. Hier kommt aber auf 11 Tage. Ah ne, doch hier. 46 Tage gesamt. Kriegsgebiet. Arbeitsaufträge kosten 20% mehr. Ah. Und dauern 30% länger. Ja, super. Gut, was machen wir in der Zeit? Wenn wir jetzt reparieren? Können wir vorspulen? Ein anderes System fliegen, dann verbrauchen wir bestimmt auch Zeit. Vielleicht können wir auch ins Kino gehen. Vielleicht gibt es hier gerade einen tollen Film hier. Im Jahre 3015. Achso, ich muss hier stehen oder was? Hey, Commander. I've received a transmission from Spears in response to my request for help. Take a listen. Rihanna,
I received your message. I'm sorry to hear about Nikolai. He was a good man, and an even better pilot. He'll be sorely missed. I assume his son will be taking over the operation. Nikolai was always bragging about the boy's skills. Well, I hope he was right. I've begun working on a plan to get you safe passage out of the system, but it's going to take a little time. I expect you already know by now that whoever attacked you has set up a blockade to prevent your escape. It's a large system, though, so we can use that to our advantage. As soon as you receive this, I want you to proceed to the outermost planet in the system. It's a little more than a hunk of ice with a few leftover mining operations on it. There's an abandoned power station there. Now, I've got it on good authority that local raiders are using it as a secret cache for their ill-gotten goods. I know you can use supplies and materials for your repairs, and I expect you'll find what you need at that location. I've attached the exact coordinates to this message. Once I have a proper plan in place, I'll contact you again. For now, be safe. All right. Time to suit up, Commander. I've already input the coordinates. All I need is for you to sign off and get us there. Understood. Ja, dann Konsole. Nun los. Kein Ziel. Ausstehende Übertragung. Okay, will ich doch mal durchlesen sollen. Verfügbare Aufträge. Auftrag prüfen. Auf der Registerkarte Aufträge werden auf der linken Seite bla bla bla. Verfügbare Aufträge gelistet. Ja, wird schon klappen. Komm, geh weg. 52.000. Schwierigkeit 5. Von 5 von was? Von 10? Von 5? Von 100? Bevor du eine Mission annimmst, hast du die Möglichkeit, den Auftrag auszuhandeln. Du beginnst jeden Auftrag mit einer Basiszahl von Verhandlungspunkten. Basierend auf deinem Ruf deiner Firma. Die Basisauszahlung ist ein fester Betrag, den du unabhängig davon erhältst, ob du erfolgreich bist oder nicht. Die C-Noten-Auszahlung, die ausgehandelt werden kann, ist ein zusätzlicher Betrag, der bezahlt wird, wenn du die Auftragsziele erreichst. Die Summe der Basisauszahlung und C-Notenauszahlung wird in der folgenden potenziellen Auszahlung addiert. Ja. Schrottanteile werden nach Abschluss deines Auftrags verwendet, um Max Waffen, Ausrüstungsbergungen vom Schlachtfeld zu beanspruchen. Je wertvoller die Bergung, desto mehr Teile kostet sie. Achso, die Bergung müssen wir auch bezahlen oder die Bergung für unsere Teile oder für den Feinden? Kriegen wir wahrscheinlich mal mit. Schadensabdeckung ist eine Versicherung, die nur zur Deckung der Reparaturkosten für Schäden, die während dieses Auftrags entstanden sind, ausgezahlt. Ach so Scheiße, die können wir auch noch versichern? Ja, voll bürokratisch hier alles. Ist das jetzt auch das, was wir quasi mit dem telefoniert haben? Auf den Namen nicht mal geachtet. Aber es sieht nach Eisplaneten aus. Das passt schon. Also wir haben jetzt nur einen Punkt, den wir irgendwo hingeben können. Schrottteile. Oder gleich mehr. Ja, wir können ja alles gebrauchen. Eigentlich können wir ja die Ludolfs im Weltall spielen, ne? Jeden Mech, den wir irgendwie zerknüppeln, zerhauen, zerschießen, da können wir die Teile ja einfach mitnehmen. Wir sind die Ludolfs im Weltall. Komm, ich gehe auf Schrottteile. Da finden wir bestimmt ganz tolle Teile. So. Dann gib mir den Spielzeug-Mech. Heinrich der Löwe, wo ist mein Name denn her? Wird geladen.
Ja, dann spiele ich halt alleine. Ich brauche keine Freunde. Haben eh keine Piloten. Kosten nur Geld. So, wird geladen. Lad doch mal schneller. Kann doch nicht so schwer sein. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding ist, was ich da habe. Ein Jelvin? Habe ich was Falsches geklickt? Ich habe keine Ahnung, was jetzt, worauf ich hier warten muss. Und ich sehe schon, die Folge geht wird ein bisschen länger gehen heute. Aber einen Auftrag wollte ich wenigstens nochmal gespielt haben. So. Kann's jetzt losgehen. Muss ich da wirklich warten, bis er 100% aufgeladen hat? Was ladet man da? Wird der Mac beladen oder? Naja. Ich bin gespannt, was der kann. Schnell und wendig. Innenausstattung. Hier sind ja kaum Knöpfe. Opening? Reactor online. Sensors online. Oh ja, das. Das war in dem Computerspiel auch immer. Online. Weapon System online. Finde ich voll cool. The abandoned power station is located on the other side of the ridge. You should be able to make your way through the pass undetected. 97 km/h. Good hunting, Commander. Also ihr müsst mal schreiben, ob wirklich diese 97 wirklich. That javelin you're piloting is lightly armed, Commander. But what it lacks in firepower and armor, it makes up in speed and mobility. Good try, Rihanna. But I'd still rather have the Centurion. War mal eine ganz doofe Frage. Can't blame a girl for trying. Halt doch mal die Fresse. Meine ganz doofe Frage. Warum hat der Mac Arme? Der hat doch keine Waffen an den Armen, oder habe ich das? Die sind doch in der Mitte. Wozu braucht der dann Arme? Oder gibt es Nahkampfattacken und ich weiß davon nichts? Hä? War ich falsch? Ich hätte jetzt schon fast die andere, eine falsche Basis angegriffen. Kann ich hier auch in den See reingehen? Oh ja. Sollte mal so ein Strategiespiel rauskommen, da konnte man sein Mech, also von Mech Warriors, und sollte man sein Mech in Wasser stellen, wenn man kann. Dann kühlt der Mech besser. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt lang gelaufen bin und wo ich hin muss. Ach, die haben auch ein bisschen so ein bisschen Cooldown. Wir werden so verkacken mit diesem Mech. Also ich glaube, dem müssen wir so spielen. The power station being used by these raiders is derelict, Commander. But you can bet its perimeter defenses won't be. My guess, the raiders will have turrets stationed around the perimeter. If that's the case, it means they must have a generator close by. Find and destroy that generator before assaulting the plant, and you'll have a much easier time of it. Got it. Thanks. What? I'm detecting enemy units up ahead. Could be a raider patrol. Copy. Incoming missile. Stirb, du Hundesohn.
acquired. Target destroyed. Boah, die zerpimmeln mich ja ganz schön. Alter, das gibt's doch nicht. Ups, wo schieße ich denn hin? Bleib stehen, du Sohn einer Blechdose. Noch mehr Ziele? Oh, wir müssen flinker sein. Ja, ich schieße gleich mit den beiden Lasern, aber ich, vielleicht soll ich mal abwechselnd ballern. Ich weiß auch nicht, was für eine Reichweite die Waffen haben. Target destroyed. Das ist ein Raketenwerfer oder sowas, ne? Target acquired. Target destroyed. Shit. Ich habe echt Probleme mit den Zielen. Alter! Du dreckige Kampfdrohne. Ah. Target destroyed. Ja, ist nicht so leicht, wie es aussieht. Das ist so ein Grafikbug. Target acquired. Oh, da ist er. Ups. With the generator blown, the turret should be disabled now. Ich wollte eigentlich auf den Waffenturm schießen. Ist ja schon alles rot. Okay, die Arme sind nicht so wichtig, aber Torso ist schon vorne rot und Heck und Bein ist auf jeden Fall schon orange. Also wenn ich einen Volltreffer von einem anderen Mech kriege, dann war es das. Ich glaube, das sind der Feind, oder? Nee. Kann ich nicht visieren. Okay, there's the geothermal power plant up ahead. There's a number of storage buildings in and around the plant itself. I suspect that's where they're storing their loot. Time to smash and grab, Commander. Once you locate a storage crate, mark it for pickup, then move on to the next building. From my initial scans of the site, I've marked where I think the crates could be located. Look there first. Roger that. Soll ich hier gucken? Ups.
irgendwelche Kisten lokalisieren, aber ich weiß nicht, wie ich da gucken soll. Ey! So. Scheiße. Schitte. So, wie soll ich nach was suchen? Zeigt hier zwar hin, aber soll ich das beschießen? Kaputt laufen? Ah. Jetzt kommt die Bremse wieder ins Spiel. Halt, stopp. Ich hoffe, dass wir bald mal hier raus und uns reparieren können. Kein Feind. Kein Feind in Reichweite. Na, jetzt auch von hinten oder was? Der nächste Schrott. Das sieht doch gut aus hier, oder? Nochmal einen Schritt nach vorne. All right, that should do it. Go ahead and meet me at the exfiltration point. If you see anything worth blowing up on your way out, say a weapons depot or something, I won't object. Understood. Also jetzt einfach raus, den Weg suchen oder was? Oh, mein Arm ist im Arsch. Der ist zwar noch dran, aber wird mir kaputt angezeigt. Wir machen es, wie sie sagte, wir gehen dran vorbei.
zickzack laufen. Mein Hintern kann ja noch was ab. Aua. Konnte was ab. Oh, Waffenausfall? Oh, Schnauze voll hier. Welches Waffendepot? Welches Waffendepot? Das frage ich mich gerade. 100% Waffendepot. Nur gerade dran vorbeigelaufen? Das ist ein Randale, hm? Schön Randale hier. Arschkrampen. Gehen wir da mal durch. Acht Prozent noch? Muss ich noch zerstören, ey. Nicely done, Commander. That should teach them a lesson. Now get to the expo point and I'll pick you up. Ah, da bei uns ja eh alles im Arsch ist. Was ist das da hinten überhaupt? Wenn wir keine Feinde mehr haben, können wir mal mutig sein, ne? Hallo, habt ihr irgendwie Schrottteile für uns? Sieht nicht so aus. Dann lassen wir's. Wir sind für brav. Wir schätzen fremden Eigentum. Oder hinten nicht. Da hat echt noch einer überlebt? Oh, die kommen wieder. Oh! Scheiße. Jetzt ziehen wir uns zurück. Ah, das war der Arm. Meine konnte man eh nicht gebrauchen. Höchstens um das Gleichgewicht zu halten. Arschloch. Ne, komm, wir hauen ab. Hol uns ab. Nichts wie weg hier. Wir schießen uns noch, während wir abhauen. Schweine. Ist ja richtig Krieg. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt ein Plus- oder Minusgeschäft war.
müssen, ne? Die Ladezeiten gehen mir gerade auf den Pisser. So. Grünschnabel. Yeah. Auszahlung. Ey, wir hatten aber mehr ausgemacht hier. Oder? Ja, aber ein Lied minus 7 ist mir Wumpe. Die bezahlen mich nicht. Schrottwert insgesamt. Achso, 4 Teile können wir uns jetzt davon aussuchen. Das ist ja richtig gut, dass ich mich ja richtig damit auskenne. Oh, hier wird der Wert angezeigt, ne? Ah. Dann nehmen wir die Teile, die einfach am teuersten sind. Ich weiß nicht, ob wir einen Flamer gebrauchen könnten. Also kriegen wir jetzt diesen Schrottwert. Das ist ja eigentlich nicht verkehrt, oder? Hat zwar ein bisschen was mit Glücksspiel zu tun. Oh, erlittener Schaden. Das heißt, dann unsere Reparatur wird dann wahrscheinlich 75.000 kosten. Dann haben wir das ja schon wieder drin. Und da ist irgendwas aufgestiegen. Ach, wir kriegen hier auch noch... Wir steigen hier noch auf. Erhöht die Chance, feindlichen Beschuss auszuweichen. Ich nicht. Nein, nein. Aber doch, hier 75.000 und kommt hin. Reduziert den erlittenen Schaden bei Geschoss. Erhöht den Schaden von Energiewaffen, weil wir mit Energiewaffen gespielt haben. Okay. Ich hab das Gefühl, dass das Multiplayer-Spiel komplizierter war. Also was Waffen angeht. Aber vielleicht kommt das ja noch. So, Major Rihanna Campbell. Gute Arbeit, Commander. Wir konnten die benötigten Materialien aus der Plündererlager zurückholen. Fahrhardt hat bereits mit den Reparaturen an den Leopard und Centurion begonnen. Du hast ihn sehr glücklich gemacht. Obwohl ich bezweifle, dass er dem zustimmen wird. Aha, und kriegen nochmal 50.000 C-Noten. C-Noten klingt so kacke. C-Dollar oder was? Oder Credits? Also C-Noten weiß ich nicht. Das klingt unschön. Ja, der wird noch repariert. Jetzt gar keine Ärmchen. Achso, der andere Arm ist noch dran. Ach, das ist jetzt der Kleine. Ich dachte gerade, das wäre der andere, der Centurion. Ja, gut. Also wir gehen noch nicht mal bis zum Knie. Mit Fahrhardt sprechen. Hey, boss mate, that was quite the haul you brought back. Gonna make the repairs a bit easier now. But don't go getting stars in your eyes or nothing. I'm overworked as it is, and this shit needs a lot of loving, eh? So your Centurion is still gonna take plenty of time to fix. But yeah, like I said, nice job out there. Your old man will be proud. Now if there's nothing else, gonna get back at it, all right. Lot of work to do. Story of my life. Ja. Dann arbeite mal weiter. Und ich würde mal sagen, dass wir hier mal einen Break machen. Die Folge geht lang genug. Also es, ja, es war jetzt die erste Mission. War okay. Wir haben gegen kleine Panzer gespielt. Und ich habe ein übelstes Problem mit der Geschwindigkeit und den Zielen. Vielleicht kommt's noch, wird das noch besser. Na gut, mit größeren Gegnern kannst du besser zielen. Vielleicht trifft man eher was. Aber es wäre schon cool, wenn man gezielt quasi auf dem Torso oder auf die Arme und Beine zielen kann. Da muss man noch üben. Also ich musste auf jeden Fall noch üben. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. MechWarrior 5. Also vorher habe ich Terminator gespielt. Oder spiele immer noch Terminator. Und jetzt das. Ich spiele gerade nur Roboter. Nur Roboter oder Conan. Na gut, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal einen Kommentar zur Folge. Oder ein Like. Am besten für die, die es noch nicht getan hat, ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.